Ja, nach dir zu reden ist immer schwer, aber ich versuche es mal. Friedrich Ostendorf, Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt. Ich bin Bauer und bin, glaube ich, Wilhelm muss mir helfen. Die erste habe ich, glaube ich, nie mitgekriegt, sonst war ich auf jeder Artenschutzkonferenz dabei. Die sechste heute. Wilhelm, auch von mir nochmal den Respekt für deine Leistung, dass du das so implementieren konntest. Ein wahnsinniger Erfolg. Auch heute wieder volles Haus. Aber du hast es vor allen Dingen geschafft, und das ist mir wichtig als Bauer, du hast es geschafft in dieser Konferenz, dass Naturschutz nicht unter sich diskutiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also dieser Erfolg, dass du immer gesehen hast, dass auch die Naturnützer, sprich unsere Bauern und Bäuerinnen, hier sind. Und ich glaube, davon lebt diese Veranstaltung auch, und das strahlt ihre Kraft und Strahlkraft aus, dass wir das hinbekommen. Es ist nicht immer einfach. Mit Dirk Schulz-Pellenberg zu diskutieren, fällt mir auch oft schwer, aber das in großer Gruppe wird, ist auch nicht immer einfach, aber ich glaube, wir sind alle, auch Dirk, wo ich mich besonders freue, dass du heute hier deine Position stehst, zur Diskussion stellst, dass wir wild sind, miteinander vernünftig, konstruktiv nach vorne zu gehen. Das darf man ja auch engagiert tun. Wenn du mit Michael Hahn streitest, ist das von vornherein klar, dass das ein bisschen engagierter wird. Das wissen wir alle. Von daher, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Aber ich glaube, das ist die Kraft. Aber ich will es auf die Bundesebene spiegeln. Diese Artenschutzkonferenzen sind die Zelle des Erkenntnisfortschrittes, den wir heute haben. Es gibt in der Bundesrepublik, in der Fachdiskussion, überall heute die Erkenntnis des Entomologischen Vereins Krefeld, ehrenamtlicher Naturschutz. Herr Sorg war jedes Jahr hier, dieses Jahr schafft das leider nicht, so wie ich gehört habe, oder gab es noch neue Runden? Nein, es wurde ja intensiv von ihm versucht, auch heute hier zu sein, aber er konnte es nicht möglich machen, weil er einfach als Ehrenamtler dermaßen angefragt ist, dass er es gesagt hat, dieses Jahr müsst ihr auf mich mal verzichten, ihr habt mich ja jedes Jahr gehört, ihr wisst ja, worum es geht. Diese Erkenntnis, das, was da an Arbeit über so viele Jahre geleistet worden ist, ist heute Wissen bundesweit. Ein völliges Versagen der Wissenschaft. Ehrenamtler war es. Ich finde, das kann man nicht hoch genug hängen. Und diese Artenschutzkonferenz, ihre Vorläuferinnen, waren die Bühne, wo wir endlich diese Dinge diskutieren konnten und auch nicht mehr wegzudiskutieren, die einfach da sind. Und jetzt ist natürlich die Phase, mit dieser Erkenntnis so viel Insektenschwund über die Jahrzehnte, über die letzten Jahre des beschleunigten Schwundes. Jetzt ist die Frage zu diskutieren, was ist zu tun. Schade, dass Professor Lies heute nicht hier sein konnte. Ich habe mich da besonders für eingesetzt, weil Professor Lies darauf aufmerksam macht, dass das, was wir in der freien Landschaft vorfinden an Insektenschwund, wir genauso in der Gewässerökologie vorfinden. Dass die Situation da genauso dramatisch ist. Andere Ursachen haben aber auch deutlich gleiche Ursachen. Das wäre spannend gewesen, das heute zu weitern, aber es war eben ein bisschen kurzfristig. Leider hat es nicht funktioniert. Wir werden das nachholen. Wir müssen uns auch diese Frage jetzt stärker in den Fokus nehmen. Norbert hat schon darauf hingewiesen. Ich denke, das zeigt, dass diese Artenschutzkonferenz weiterhin vonnöten ist. Man könnte ja sagen, jetzt wissen wir ja alle, dass Insekten sterben. Eigentlich ist der Auftrag erfüllt. Nein, ist er nicht. Wir müssen zum einen überlegen, was ist zu tun, dass es besser wird, zum anderen gucken, was ist denn sonst in der Landschaftsökologie, in der Gewässerökologie an Befund da. Das, glaube ich, ist für heute das Arbeitsprogramm. Ich will das nicht unnötig ausdehnen. Was ich gesagt habe, diese Arbeit hier im Münsterland ist angekommen in Berlin, auch natürlich in der Bundestagsfraktion, besonders bei Ihnen. Herr Landrat, Sie haben das Wort.